Hey liebe Leute, willkommen zum 100 Abonnenten-Special, beziehungsweise eher zum Weihnachts-Special. Ja, das ist es nun also. Wir haben uns gedacht, also ich und David, dass wir das 100 Abonnenten-Special und das Weihnachts-Special so ein bisschen zusammen bringen. Also, dass wir jetzt nicht zwei einzelne Specials machen, sondern eher eines zusammen. Auch wenn wir die 100 Abonnenten noch gar nicht haben, zumindest nicht zum Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade aufnehme. Das ist übrigens ein Tag vor Weihnachten. Nur mal kurz angemerkt. Also die Sprachaufnahme, ne? Ich habe das nachsynchronisiert. Wie dem auch immer, wir haben uns das halt so gedacht. Wir haben jetzt aktuell 95, weiß ich nicht. Es fehlen uns auf jeden Fall nicht mehr so viele. Das heißt, dass wir bald die 100 Abonnenten zusammen haben. Und auch wenn wir sie noch nicht haben, ich würde mich auf jeden Fall erstmal ganz recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr uns durch euer Abo, durch euer Liken, durch euer Kommentieren uns unterstützt. Finde ich gut, soweit natürlich. Und ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf Weihnachten und ich hoffe, ihr auch. Normalerweise schon, ne? Und so. Was soll es heute für ein Special sein? Ja, heute habe ich mal gedacht, wir haben wirklich lange überlegt, was wir machen sollen. Wir haben dauernd gedacht, oh ja, kannst du mal machen irgendwann. Ja, hat sich das hingezogen, ein paar Wochen lang. Und dann plötzlich 3 oder 4 Tage vor Weihnachten dann, oh Gott, wir haben ja noch gar kein Special gemacht. WTF. So heißt es, ja. Und deshalb ich weiß gar nicht, wessen Idee das war, ist ja auch egal. Wir haben uns überlegt, wir machen eine kleine Studio-Tour, so könnten wir das mal bezeichnen, indem wir euch zeigen, wie unsere Aufnahmeräume, beziehungsweise unsere Zimmer, halt, wo wir halt aufnehmen, wie das so aussieht. Und dieses Video ist natürlich nur das Video von mir. Ein Video von David kommt auch noch. Der ist irgendwie, gerade jetzt, wo ich aufnehme, gar nicht online und irgendwie dem seine Deponia-Folge wurde irgendwie noch nicht beschriftet. Das heißt, der ist irgendwie weg momentan. Und ich hoffe einfach mal, dass der das Special noch fertig gebracht hat. Das sehen wir aber dann. Und ansonsten würde ich noch kurz ein paar Infos aus mir heraus schlabauzen. Und zwar erstmal Bad Piggies. Die Leute wünschen sich natürlich wieder Bad Piggies. Wurde angeschrieben, ja, wann kommt denn hier mal wieder und so. Es gibt leider ein kleines Problem. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich bereits einen neuen Computer und was heißt neuer Computer? Genau, den ganzen Dateikram erstmal alles rüberziehen. Und das hat natürlich eine Zeit gedauert. Das waren einige Gigabyte Dateien, die ganzen Videos und bla und blo. Nur Bad Piggies. Wie will ich die Spielstände von Bad Piggies rüber kopieren? Das müsste mir mal einer erklären. Wenn ihr das zufälligerweise wisst, könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Ansonsten kann man nicht einfach den Installationsordner rüber kopieren. Das geht nicht. Da sind die Spielstände nicht reingespeichert. Soweit ich das getestet habe. Also das funktioniert auf jeden Fall nicht. Deswegen müssten wir wahrscheinlich jetzt wieder bei Null anfangen. Da finde ich ein bisschen doof. Ganz ehrlich, das ist echt nicht so toll. Aber ich kann euch versprechen, sollte es mal wieder ein ähnliches Spiel geben wie Bad Piggies, weil das ist ja von Angry Birds und bla, und Angry Birds wollte ich jetzt nicht unbedingt spielen, also Let's Playen, weil das Spiel ist halt schon veraltet, mittlerweile spielt das sowieso keiner mehr, jedenfalls keiner mehr, den ich kenne, ja. Und deshalb, wenn Rovio oder wie heißen die Macher von Doodle Jump noch gleich, weiß ich nicht, ist ja auch wurscht, ihr wisst, was ich meine. Wenn ähnliche Spiele rauskommen, die mal wieder aktuell sind in der App Store oder auch in der Android Store, bla bla bla, dann kommt das natürlich, aber Bad Piggies weiß ich jetzt gerade nicht. Wie gesagt, wenn ihr wisst, wie man die Spielstände rüber kopiert, dann könnt ihr das gerne sagen. Ansonsten, das ist halt natürlich jetzt doof, ich weiß, das ist nicht ganz so toll. Und wieder bei Null anfangen hat keinen Sinn, da kann man sich auch die erste Folge angucken. Und so weiter und so fort. Soweit zur Bad Piggies. Mehr kann ich dazu leider jetzt nicht sagen. Und das ist halt jetzt einfach so dumm gelaufen mit den neuen PCs. Ich könnte natürlich sagen, komm, holst du mal gerade deinen alten PC, um das aufzunehmen, aber wenn schon, denn schon. Ja. Also das war zu Bad Piggies. Dann noch ganz kurz zu Minecraft Season.
Die Season 1, wie ihr vielleicht bemerkt habt, sind wir bei Folge 99 stehen geblieben. Das hat erstmal zeitliche Gründe gehabt, denn an dem Tag, als ich dann die 99. Folge hochgeladen habe, da ging es dann mit Arbeiten in der Schule blablabla los. Dann kam da Arbeiten, eine nach der anderen und das war Stress pur. Neben den Arbeiten in der Schule gab es hier bei mir privat daheim auch noch eine Menge zu tun. Jetzt um die Winterzeit ist das wirklich bei uns zumindest ziemlich extrem, was wir da, na gut, so extrem ist überbewertet. Ja, wie gesagt, da hat einfach die Zeit gefehlt. Und die 100. Folge Minecraft, die ist aufgenommen, aber die können wir noch nicht online stellen, weil der David, ja, toll wie er ist, hat keinen USB-Stick, um mir seine Videodatei zu schicken, weil wir würden ganz gerne, ich sag mal gerade nicht, was wir aufgenommen haben, auf jeden Fall etwas, was, ja, ist natürlich Minecraft, das ist schon klar, ist die 100. Folge. Aber wir wollten halt es so machen, dass mein Bild oben und Davids Bild, also Davids Ansicht, unten ist. Und das geht natürlich nur, wenn ich die Videodatei von ihm habe. Und die habe ich halt noch nicht bekommen, weil er hat keinen USB-Stick. Wer hat keinen USB-Stick? Naja, wie dem auch immer, die 100. Folge Minecraft, mal gucken, ob die kommt. Ansonsten weiß ich auch gar nicht, ob wir Season 1 noch weitermachen. Das ist momentan seltsam. Vor allen Dingen auch seltsam, weil wir das so kurzfristig abgebrochen haben. Beziehungsweise wir haben das nicht richtig beendet. Sagen wir es mal so. Es kann sein, dass Season 1 noch ein bisschen weitergeht. Ansonsten, wir haben ja jetzt schon eine lange Pause hinter uns. Season 2 steht ja auch noch an. Und da wollen wir ja, soweit wir das realisieren können, Abonnenten von uns mitmachen. Und wir haben wirklich schon etliche Anfragen bekommen. Ja, relativ viele sogar. Das wollen wir halt so machen, dass wir halt auch wieder eine Welt machen und die Leute, die da mitmachen, die können natürlich nicht immer alle an einem Aufnahmetermin da sein, das geht nicht. Es können nicht immer alle Leute da sein, deswegen würde ich sagen, man versucht dann immer möglichst viele Leute zusammen zu trommeln, ja, trommeln wir schön und dann nehmen wir das halt auf quasi. Also es kann dann halt nicht immer jeder da sein, aber die Leute, die da sind, die können dann, ja, aufnehmen halt, bla. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ist ja auch völlig wurscht. Ich rede eigentlich schon viel zu lange. Eigentlich sollte das Special jetzt mal so langsam losgehen, beziehungsweise die Studiotour. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch mal gleich an. So, da sind wir jetzt nun in meinem Zimmer. Wir starren erstmal blank auf die hellblaue Wand. Und da steht auch schon mein Keyboard. Damit werden wir jetzt mal anfangen. Das ist das Yamaha PSR 630. Ein relativ altes Modell. Ja, das ist noch ein gutes, altes Yamaha bla 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 Keyboard. Ist eigentlich für live gedacht. Also für so Live-Auftritte. Das hat knapp 700 verschiedene Samples, nicht Samples, Sounds, also wie Geige, Klavier, also 700 verschiedene, was ich sehr, sehr schön finde, auch wenn das vielleicht überhaupt nicht übertrieben ist oder so. Ansonsten hat es noch einen 16-spurigen Arranger, den man benutzen kann, beziehungsweise editieren kann für MIDI und so weiter und so fort. Das wäre es zum Keyboard gewesen und dann starre ich jetzt mal blank hier auf mein Bettchen. Und da vorne ist die Fensterbank, die ich als Nachttischbänkchen benutze. So, dann gehen wir auch schon direkt weiter und zwar zum The T-Bone SC440 USB. Das ist mein erstes Kondensatormikrofon, das ich bekommen habe. Ich benutze es relativ selten, aber wenn ich es benutze, dann da. Und zwar, um so Einzelaufnahmen zu machen oder was auch immer. Und da an der Wand hängt natürlich auch noch ein hübsches Foto von mir. Da hinten ist mein Waschbecken, bla bla bla. Da hinten, da sieht man eine Trompete von Yamaha ebenfalls. Und noch ein paar Sachen. Und das ist die Olympus C5050 Kamera. Eigentlich eher unerwähnenswert. Das will ich mit einer Fotokamera. Wie dem auch immer, wir gehen jetzt zum Herzstück und zwar dem Studio an sich und zwar meinem Studiotisch. So sieht das Ganze im Gesamtbild aus etwa.
Das ist auch der Platz, wo ich jetzt gerade in diesem Moment dran sitze. Spannend. So, dann wollen wir doch mal gucken. Soweit. Das ist mein Bildschirm mit einem hübschen Hintergrundbild mit meinem Logo. Das ist übrigens mein Studioname, Rhythm Records. Und ja, was soll ich sonst noch sagen? Sonst gibt's nichts zu sagen. Das war ich nicht. So. Wir machen aber gleich mal weiter und zwar beginnen wir mit dem Mikrofon, durch das ich übrigens jetzt in diesem Moment auch gerade durchspreche. Das sind übrigens meine tollen Hände! Meine tollen Hände! Und das ist das Behringer B1. Ein Kondensatormikrofon, was auch Phantomspannung braucht, bla bla bla. Weiter mit Behringer geht's hier mit meinem Mischpult. Das ist das Behringer Szene X1622FX, was auch immer im täglichen Gebrauch ist. Ich kann nicht mehr sprechen, das ist mein Equalizer. Das da. Zum Verändern oder zum Verbessern des Gesamtbildes, des Gesamtklangs, so irgendwie. Das weiter im Behringer sind die Truth B2030A, meine richtig guten Abhörmonitore, muss ich sagen, die sind echt richtig geil. Dann, was gibt's noch? Natürlich hier mein iPod Touch 4G, ganz klar. Was soll's sonst? Eine Sprudelflasche zum Nicht-Verdursten. Eine Tür, wie man sie nicht doch kennt. Und da noch mein USB-Hub, weil ich so viele USB-Dinger da brauche. Und natürlich das Wichtigste jetzt noch, mein Computer von Packard Bell hat Windows 7, 64-Bit, ein Intel Core i5 mit 2,67 GHz, 6 GB RAM-Speicher, Nvidia GeForce GTE 610 und DirectX 11, was man jetzt nicht mehr sehen kann, schade. So, das, was jetzt da gerade schwarz ist, was ihr nicht sehen könnt, no racist, ist ein Trittpedal für Live-Effekte zu machen. Die geht in mein Mischpult. Die? Was? Wovon rede ich denn da? Nein, wenn ich da drauf drücke, dann kriege ich einen Effekt, den ich in meinem Mischpult einstellen kann. Zum Beispiel Hall oder sowas. Ich könnte das mal ganz kurz demonstrieren. Einen Moment. Hallo, hallo, hallo. Das ist jetzt zwar kein Hall-Effekt, aber das ist etwas anderes. So, liebe Leute, das war es auch schon wieder mit dem Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich möchte nur ganz kurz anmerken, dass die Videoaufnahme, also das, was ihr gerade eben gesehen habt, am Weltuntergang gedreht worden ist. Und wie ihr merkt, die Videoaufnahme ist ohne Zerrer, ohne Atombombenexplosion im Hintergrund und auch ohne leuchtende Gegenstände, weil alles also mal verstrahlt ist und ihr habt auch kein Erdbeben bemerkt und ich habe da keine Federn benutzt für die Kamera. Nein, die Welt ist tatsächlich nicht untergegangen, denn sonst würde ich jetzt wahrscheinlich gar keine Sprachaufnahme machen. Upsala. So, auf jeden Fall würde ich erstmal sagen, ich wünsche euch noch ein frohes Fest, ein gesegnetes Weihnachten heute noch. Mal gucken, wann der David sein Special rausbringt. Ich bringe meins, ja, um 15 Uhr hoch, wie ihr es sehen könnt oder auch nicht sehen könnt. Ich glaube, das wird in YouTube gar nicht gesagt, um welche Uhrzeit das hochgeladen wird. Weiß ich gar nicht jetzt so konkret. Naja, dennoch, heute ist ja der 23. und das heißt, morgen ist Weihnachten und ich freue mich auch schon. Und na, natürlich bringen dann noch viele andere YouTuber ihre Weihnachtsspecial raus. Das hier ist ja auch noch das 100-Abonnenten-Special. Und so, naja, auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid, frohes Fest euch noch. Und wir versuchen dann mal so langsam wieder ein paar mehr Videos zu machen, weil es sind ja jetzt Winterferien und da können wir schon noch was, eine Menge machen. Zum Beispiel Season 2, ob wir die noch in den Winterferien anfangen, das kann ich nicht sagen. Und sollten wir die machen, werden wir auf jeden Fall ein Infovideo machen. Also auf ein Infovideo könnt ihr auf jeden Fall warten, weil wir euch da erklären, für die Leute, die dann wirklich da mitmachen wollen, dass sie sich dann da nochmal bewerben können, weil sonst wird das ein bisschen durcheinander alles und das ist halt nicht so toll. Auf jeden Fall dann, wir sehen uns das nächste Video wieder und ja, ansonsten wünsche ich euch noch frohe Weihnachten und tschüss.